Servus, hier ist euer Arne von Kreis 32. Ich habe dem Robert seinen Geburtstag verpennt, das ist ja mein Assistent. Und der baut bei mir ungefähr seit 2 Wochen seinen VW-Bus um. Und deswegen müsste ich jetzt mal ganz schnell ein kleines Projekt machen, ohne dass er es mitbekommt. Also er ist jetzt gerade wieder losgefahren, ab nach Hause, macht Feierabend und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in die Werkstatt und bauen ein kleines Projekt für ihn. Und zwar habe ich mir überlegt, da er seinen Bus baut, schenkt mir ihn was, was dazu passt. Und zwar so 2 kleine Notlampen, dass er mal nachts mal auf die Toilette möchte oder irgendwo hin möchte, da einfach Licht hat. Ich hole jetzt mal kurz die Lampen und zeige die euch. Also die Lampen bauen wir natürlich nicht, sondern die Lampen habe ich gekauft und ich möchte einen Halter für die Lampen bauen, damit er die bei sich im VW-Bus gut festmachen kann, zum Beispiel im Eingangsbereich dann, wo er halt immer abends aussteigt. Das Ganze schaut so aus. Die sind von Lenser. Und da gibt es dann diese kleine Lampe, die hier im Dunkeln fast nicht zu sehen ist. Sie hat hier hinten einen Anschalter. Da ist die LED drin. Die scheint relativ hell zu sein und das ist ein Modell Lenser P... Also das ist ein Lenser T2. Und davon habe ich 2 Stück geholt. Die sind relativ klein, wie man sieht, so von der Handgröße. Und dafür bauen wir jetzt eine Halterung. Das Ganze möchte ich natürlich aus Zeitgründen, weil der Robert, der morgen früh wieder hier ist, auf der Fräse fräsen. Das heißt, Holz habe ich schon eingespannt. Jetzt werden wir kurz mal hier am Rechner das Ganze konstruieren und vermessen, dass es halt auch schön passt. Und dann drüben ausfräsen und zusammenbauen. Ne? Das Ganze noch lackieren. Ich denke mal lasieren weiß und das Ganze dann streichen. Und dann kann der Robert sich das bei sich im Bus anbauen. Weil der Robert hat nämlich seine Seitenverkleidung im Bus auch weiß lasiert. Gut, lass uns einfach mal anfangen. Jetzt haben wir das Ganze in der Easel-Software vorbereitet und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal raus und fräsen das Ganze, bevor es 22 Uhr wird und ich nicht mehr fräsen kann. Also Vollgas! CNC-Fräse hat natürlich wieder ein wenig zu genau gearbeitet, das heißt, dass die Lampe nicht genau in die Halterung passt, also die passt so exakt, dass sie halt nicht reinrutscht. Und ja, da werden wir mal dieses Gerät hier ausprobieren und mal schauen, ob wir das Ganze ein bisschen geschliffen kriegen. Extra für Robert. Die Guten.
So, jetzt sind wir mit unserem kleinen Projekt auch schon fertig. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass man jetzt hier dieses Teil an die Wand schrauben kann und dementsprechend halt die Lampe entnehmen kann. Es ist genug Platz dazwischen, damit man schön greifen kann. Und beide Lampen können rausgenommen werden. Zwei Lampen deswegen, weil eine für Robert und natürlich auch eine für seine Freundin. Weil der Bus-Camper wird ja von beiden benutzt. So, da werde ich das Ganze jetzt mal hier in der Werkstatt liegen lassen und darauf warten, dass morgen der Robert kommt. Euch noch eine schöne Woche und viel Spaß mit meinen nächsten Videos. Ich denke, dass in den nächsten Wochen nicht allzu viel kommen wird, weil ich ein wenig viel zu tun habe. Aber in 2 Wochen bin ich auf der Maker Faire und anschließend wird es sicherlich wieder ein paar Videos geben. Also viel Spaß und bis dann.